Was? Hallo, hallo und herzlich. Ja, man muss ja immer ausprobieren, ne? Ja. So, dann werde ich mal dem Johnny entgegenkommen, da. Mein Johnny, der ist so lang. Johnny kann auch in meinem Bett schlafen. Hm? Johnny kannst du nur doch in meinem Bett schlafen. Ja. Musst du nur ein Stück die Treppe hochgehen. Aha. Oh, das geht ja richtig kacke schnell, ey, der Hammer. Ist ja richtig gut. Ich hab mir jetzt auch einen Hammer gebaut, einen Kobalthammer gebaut. Ein Kobalthammer, zweimal Glück, einmal Glück drauf und zweimal Redstone und jetzt habe ich ein Mining Speed von, wo sehe ich das? Gar nicht. Darf ich ein Haus abfackeln? Wenn es nicht meins ist? Wir haben doch nur eins. Darf ich einen Esel klauen? Ja, natürlich. Ich hab keinen Esel gefunden. In diesem Haus. Wie zähmt man nochmal ein Pferd? Einfach hin und wieder draufsetzen. War das Weizen? Nee, mit Zucker. Kannst du diese Chance erhöhen, dass er durch das Draufsetzen gezähmt wird? Also dem irgendwie ein Steck Zucker in den Rachen schmeißen und dann. Und dann nachher die Zähne rausziehen. Genau. Und dann kommt erstmal dieser Typ, der Tieren wieder die Gelenke einrenkt. Ja, genau. Ach der. Tamahanken. Ja, genau. Hatte ich eine sehr nervige Skype-Werbung von. Ich finde diese Werbung bei Skype richtig eklig manchmal. Abnehmindustrie geschockt. Das Abtrennen beider Beine führt zu drastischen Gewichtsverlust. Nein, boah, hier hinten sind die Berge ja auch geil, ey. Oh ja, dieses Mutter-entdeckt-Erfolgsrezept. Wenn man nichts isst, nimmt man ab. Boah, das nervt so. Diese Frau hat, wenn sie nichts isst, innerhalb von 3 Monaten 1 Kilo abgenommen. Oder die anderen Sachen, die noch kommen, irgendwas von so und so viel Geld im Monat. Ja, dieser komische Inder da, der die ganzen Geldscheine hält, wo ich denk so, als ob der das ehrlich verdient hat. Mit seinen Schuhen nähen verdient der nicht so viel. Hat er in den Schuhen gefunden? Oh, eine Kermit-Mütze. Ja, damit. Sebastian, der Ball war schon der Delfin. Oh, ich, der Frosch? Wie kann man da... Ich... What the fuck? Hast du schon gerade einen Anfall gehabt? Bei euch im Haus war ein Creeper und der hat Bumm gemacht. Ist nicht schlimm, die zerstören ja nichts mehr. Ja, aber trotzdem, wie kommt er da rein? Ich glaube, ich muss ein bisschen besser ausleuchten, jetzt wo die Decke drauf wie ist. Wie kann man denn eine Waffe craften? Du gehst an den Table da, brauchst meistens Eisen und Gunpowder. Ja. Ja, aber ich will ja nicht irgendeine Waffe, ne? Suchst du dir aus, man kann da hin und her tappen und dann sich die Waffe raussuchen, die man machen möchte. Okay. Hm. Nur bei manchen würde ich aufpassen, es gibt Waffen, da ist die Munition richtig scheiße teuer. Also allgemein ist Flensmod sehr, sehr eisenlastig. Das glaube ich. Und Gunpowder. Ja gut, aber wenn man immer Creeper findet, ne? Hitzsand? Was ist denn Hitzsand? Musst du setzen und mal ohne Schuhe draufgehen. Das ist ganz lustig. Na, dann gehe ich bestimmt in Flammen auf, oder? Nein, so schlimm nicht, aber man kriegt Damage. Und zwar nicht wenig. Ja. Ne, überhaupt nicht wenig. Bestimmt 7. 7 Trillionen. 7 Trillionen. 50.000. 50.000. Oh, hier hat gerade einer irgendwas getötet, weil hier liegen Mob-Drops rum. Mob-Drop. Also ich habe gerade einen Creeper getötet. Kann es nicht gewesen sein. Ich habe gerade würde ich gerade sagen, dann würde ich dich auf der Karte sehen. Ja, das auch. Ja, mein Hammer ist zufriedenstellend. Jetzt habe ich ja bald alle Werkzeuge, die ich so eigentlich haben wollte immer. Ne? Ich habe ein Schwert, ich habe eine Spitzhacke, ich habe einen Hammer, eine Lumber-Axe habe ich auch.
Ey. Ich bin zufrieden, ja? Du ace mich an. Silber, Tin, Gold. Du lügst mich an. Kennt ihr diesen Winnie-Moment, wenn Freitag ist? Boah, das ihr einfach mal wieder so das Leben genießen wollt. So true. So motherfucking true. Goddamn true. Wenn dann schon richtig. Arme Nakoi. Ich guck den nicht. Ja, ich auch nicht. Trotzdem sollte man das wissen. Ich mag den nicht. Ist ehrlich so, das ist Allgemeinbildung. Was? Mann, der Typ ist auch ein richtig asozialer Arschkopf. Ja. Ich meine, der hat da so am Bahnhof geraucht und hat ein Rentner gesagt, ob er das bitte lassen kann. Und dann hat er dem Rentner Kaffee ins Gesicht geschüttet. Echt jetzt? Ja. Oh Mann. Der war ja 2 Wochen im Knast. Ja, er war ja auch zeitlang irgendwie bei der IS, ne? Nee, der war Neonazi und dann wollte er. So, und dann wollte er dem IS beitreten, weil die ihn halt versprochen haben, dass er dann eine Frau kriegt. Aber dann hat er eine Freundin gefunden. Außerdem meinte er dann hinterher, das wäre ihm da wohl doch zu krass gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sack da irgendwie auf so einer Pickup-Ladefläche sitzt mit so einem MG in der Hand. Weiß ich nicht, es passt nicht. Das passt. Ich meine, der IS ist zwar reich, ne, aber okay. In der Gegend gibt es gar nicht genug Nahrung, um den zu versorgen da. Ich glaube, so die würden true. Da alle aushungern. So, motherfucking goddamn true. I'm not cool. So, ich hätte jetzt, Glasscheiben? Nein. Doch? Nein. Doch. Nein. Okay, hast ja recht. Nein. Was denn du? Hast du es da mal bitte da? Irgendwie? Mami, hast du es da mal bitte da? Hey, ich bin Multi, ich bin ein Homo Faber. Homo Faber? Ja. Mann, ich hasse den Cleaver. Ich krieg nur Köpfe. Ja, das hat der Cleaver so an sich. Ja. Der ist auch ganz gut für ein... Achso, der Reaper ist da. Es wird ja mal Zeit. Hier, nimm mal. Reaper. Was mach ich jetzt damit? Jetzt Rechtsklick. Kann der Reaper... Was heißt nochmal Reap? So mit EA? Jetzt müsstest du ein Herz mehr haben. Oh ja, hat man auch gesehen, wie du geheilt bist. Hast. Heil. So. Mann, ich hab auch was für dich, Multi. Was denn? Ja. Verarscht! Renn schnell weg. Was nehm ich denn? Was gebe ich ihm denn? Ich hab auch da. Noch gleich eine tolle Überraschung. Oh ja, eine glitzernde Melone. Mach ich Heiltränke draus. Erstmal brauchst du dann okay. Die Netherwarzen. Ja, die sowieso. Ja, komm damit habe ich auch was. Komm mal her jetzt hier, du. Goldene Couch, Digga. Siehst du das? Ja, Mann. Lass mal einen Becher nebenbei. Ich sehe immer noch jemanden. Dann musst du Rechtsklick drauf machen. Jetzt sehe ich da so eine komische fliegende Katze. Nein, Cat. Oh, Testbildschirm ist wunderbar. Ja, es ist mein Geheimsender. Bei. Übrigens, darunter ist ein Drawer, sogar kann man sogar Sachen reinlegen. Geil. Eigentlich ein Nachttisch. Da packe ich mal was für Multi rein in den Dach, in den Nacktisch. Jo. So, 2 und dann 2. Und dann 4 und dann 6. 7. Nicht zu vergessen, 6. Ganz viel Sex. Das, was Multi nie haben wird. Ja, Arsch einfach, ey. Na, Vinny. Übertreibe ich hier im Keller? Ach, du bist im Keller? Ja, also in meinem Keller. Was ist dein Porno-Keller? Ja, unten. Mein Shader verbuggt das so ein bisschen. Du musst zur Farm und da, wo das Seed-Oil ist. Ach so, zur Farm, okay. Aber ich kann nichts in der Kisten, also in meine Jabba-Boxen hier packen. Weil irgendwie
Mal gucken, wie lang es bei mir dauert. Bei deiner Süß. Farm und dann zum Seed Oil. Ach, da oben bist du. So, eins. Ich hab nämlich auch noch was für Winnie drei, mitgebracht. Vier. Ja, erstmal habe ich ein volles Inventar. Natürlich die glitzernde Melone erstmal, auch wenn es kein Mod-Drop ist, da rein. Inventarplatz. Ach, die Eisentür könnte man in der Theorie, wir haben aber keinen Koks, ne? Koks. Doch, ich hab Koks. Komm, dann kriegst du auch was von mir hier. Wow. Achso, er hätte mir ja auch noch was reingelegt, ne? Was denn? Hältst du davon? Oh, ist ja blöd. Jetzt haben wir Chain-Rüstung. Kann ich irgendwo mein Zimmer beanspruchen hier. Ah, das ist Eisen. Und das ist so. Chain, ne? Du brauchst aber auch noch eine Halterung dafür, ne? Sonst geht das nicht. Also sonst kannst du es nicht setzen. Ja, man kann daraus Stahl gießen. Aus den Chain-Rüstungen. Okay. Ja, kann man. Und man kann auch... Moment, ich glaube, hier waren noch welche drin. Ne, hier ist noch Stahl drin, Multi. Okay, ist gut. Soll ich das da reinpacken? Nö. Achso, Stahl so. Achso, ja gut, das geht. Müssen heil sein, ne? Sonst geht das nicht. Sind die, aber passiert trotzdem nichts. Weil da auch keine Lava drin ist, du Trottel. Achso, ja gut. Dann leg doch welche nach. Mit Profis, ey. Ja, wenn es mal bei mir vernünftig laufen würde gerade. So, was haben wir denn hier noch? Ich muss erstmal ein bisschen was ausmisten, glaube ich. So, jetzt sind aber alle außer die Stahlrüstung. So. Na, Multi? Ja, was? Das ist Fire Protection 4, was du da verbrennst. Ja, und das ist nur Kettenrüstung. Willst du denn damit? Ja. Ja. Die Stahlrüstung, damit kannst du nichts machen. So, TNT ist noch was für dich. Du bist doch hier der Essens-Typ. Oh, rohes Fleisch ist immer gut, damit kann ich nämlich immer Beef Wellington machen. Mushroom auch. Aber wolltest du nicht auch Brauständer haben? Das brauche ich nicht, aber ich hab einen. Achso, ich hätte sonst nochmal neun. einen Zaubertisch müssen wir nochmal machen in einem extra Raum, weil ich habe genug Bücherregale. Wohin? Ja, keine Ahnung. In einen extra Raum am besten. Haut ihr am besten irgendwann in den Keller oder so. Wo das nicht stört. Böse. Man könnte es auch hinter die Couch bauen. Da hatte ich eigentlich was geplant, aber ja, gut. Dann kommt es halt nicht hinter die Couch. Kannst du auch einfach unten irgendwo machen. Ja, müssen wir mal einen Raum ausheben da unten irgendwie. Hier, komm mal zu mir. Nun bleibt man ganz locker flack gestanden da. Level du. Achso, ich habe noch Aluminiumerz. Es kommt hier auch nochmal rein. So. Bone Meal habe ich. Lowen Staub habe ich auch noch. Mache ich mal nicht zu viel. Hat einer von euch zufällig einen Sattel? Aber ob er den hergibt, ist die Frage. Wer hat den denn? Das weiß ich nicht. Okay. So. Bio, du kannst unten die Dinger setzen, wenn du möchtest. Okay. Dann mach ich mal Sticks. Stickies. Sieht nicht schön aus, aber... Also wie viel waren das jetzt an Dings? 12, okay. Also 12 da. Ich mal runter. Wo hat er das denn jetzt? Ach da. Hier. Sollte passen, ne? Ja. So. Eigentlich wäre eine ungerade Zahl besser gewesen, aber das ist jetzt auch egal. Ich frag mich, wie hell die sind, ob das reicht, aber irgendwie so richtig hell wird's ja nicht, ne? Oder kommt das von meinem Shader nur, dass mir das nur so dunkel aussieht? Ja. Ich mache gleich einfach den Test mit F7, dann sehen wir es ja. Genau. 2, 3, 4. F7 klärt. So,
So. Ihr müsst manchmal auch den Pulverizer ausleeren. Okay, nein! Wieso willst du den Pulverizer ausleeren? Ja, damit die nächsten Ressourcen da durchlaufen können. Ist ja nicht automatisch. Ja, das geht doch automatisch in den Ofen. Kann ich eigentlich bei Na mir... Na klar! Dann weiß ich nicht, warum es da drin bleibt. Ja, weil der Ofen ja noch was anderes drin hatte. Er nicht. Doch, Cobblestones. Ganze Zeit schon. Kann ich bei mir im Ofen eigentlich auch so ganz normal Blei und so mal kochen? Blei kochen? Du meinst, wenn du ein Erz in den Ofen packst? Ja. Ja, natürlich. Ist aber nicht ganz so ergiebig, ne? Ja. Da ist eine Schmelze immer gut. Ja gut, warum sind jetzt die Stahlstiefel so ein hier Zeug habe ich aber nicht. Ich habe auch keine Stromversorgung. Die gehen wohl nicht. Ja, dann kann man sie auch wieder ausnehmen. Ihr Lümmels. So, da haben wir hier noch ein paar Schienen und ein paar Eisentüren. Die Eisentüren können landen gleich hier in der Schmelze. Ne? Ne? Jo, ne? Kann ich das hier abbauen? Das sieht sowieso scheiße aus. Wie so einiges, was du baust. Ich hab einen ganz tollen Hammer, ne? Ja. Und eine ganz tolle Armbrust. So. Gibt es auch einen Bogen, der so richtig overpowered ist? Ja. Möchtest du davor mal sterben? Nee, ich würde gern so einen bauen oder haben halt, ne? Ich kann ihn ja auch abkaufen, wenn ich irgendwann Diamanten hab oder so. Ein Diamanten? Hä? Ein Diamanten? Nee, vielleicht auch mehr. Ein, vielleicht auch zwei. Oder vielleicht Null, auch vielleicht auch weniger. Nichts, vielleicht auch weniger. Der Typ ist cool. Drei. So. Ich hab hier noch was fürs Windchen. Wie kriegt man denn so einen Bogen? Ja. Muss man eine Schmelze machen. Signalum nennt man das gute Zeug dafür. Ey Multi, kannst du mir so einen Bogen machen? Ah. Ich weiß nicht. Wie sieht der denn aus? Signalumbogen, muss ich mal eben schauen, wie Bio, man die Bögen kannst du mir einen solchen Bogen machen, einen Crossbow? Es gibt einen Longbow und einen Shortbow. Was ist der Unterschied? Ein Langbogen hat mehr Reichweite. Aha, und der Shortbow, was hat der für Vorteile? Nix. Ja. Nix. Draw Speed Quick. Und der hier? Nichts. Longbow is a ranged weapon. It has greater range than a shortbow and is able to shoot heavier arrows. Ich will einen Langbogen. Weil ja alles bei mir lang ist, ne? Das passt denn ja. Ja. Gut. Ja, sagt er. Da ist er noch skeptisch. Ist nur die Frage, wie das. Was ist denn das für ein Ding? Was ist denn das für ein Ding? Ich weiß nicht. Bin ich gerade ausgeteilt? Hurra! Du bist auf jeden Fall verlassen, ja. Das ist ja schön. Ja, und meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder für die Folge jetzt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao! We'll be right back.